Ich bin der Claudius und wir sind hier im nördlichen Münsterland. Das Gesamtprojekt erstreckt sich auf 14 Hektar Land, das heißt Permakultur Mutter Erde. Ich selber habe hier eine kleine Gärtnerei, die Grüne Neune, und ich baue hier Gemüse an, mache Selbstversorgung, soweit es möglich ist. Wird immer mehr möglich, von Jahr zu Jahr kommt immer was Neues mit dabei. Zum Beispiel jetzt eigenes Korn und so. Es ist eben spannend zu sehen, wie man irgendwie mit zwei Bauwägen wirklich fast alles abdecken kann, was eine Gärtnerei braucht. Ne? Dass man eben sein Gemüse vernünftig gelagert kriegt, sprich im Erdkeller, oder die Temperatur im Bauwagen richtig hält. Dass man die Jungpflanzenanzucht früh im Jahr selber hinkriegt. Ich mache Gemüsetüten, die ich einmal in der Woche in die Stadt fahre. Muss ich das so vorstellen, dass die Leute, die bei mir Kunden sind, sind Anteilseigner vom Acker. Und ich packe eben jede Woche das an Gemüse ran, was reif ist. Dadurch habe ich eben muss ich keinen Kühlhaus haben, wo ich permanent die Sachen drin lager, sondern es wird eigentlich alles direkt geerntet und wird direkt weggefahren. Da gehört natürlich ein gewisses System mit zu, was ich im Laufe der Jahre dann irgendwie hingekriegt habe, dass ich eben nicht zu viel von irgendwas anbaue, sondern so, dass es eigentlich immer flächendeckend eigentlich irgendwie abgeerntet wird und dann direkt wegkommt. Ich mache ungefähr 30 Gemüsetüten die Woche für 15 Euro das Stück. Und ich denke mal, dass in ein so einer Gemüsetüte so viel drin ist, dass da teilweise eine ganze Familie von sich ernährt in der Woche, oder WGs, da sind auch viele Wohnprojekte, die von mir Gemüse kriegen, und ich denke mal 70, 80 Leute werden schon in der Woche mein Gemüse essen. Da sieht man eigentlich, dass wir eigentlich im Garten Eden leben, weil eine Person es schafft, mit wirklich minimalem Aufwand so viele Leute zu ernähren. Und meinen allerersten Garten, den ich angelegt habe, das waren 30 Quadratmeter, da haben wir zu siebt von über das ganze Jahr gelebt. Zwar jetzt ohne Kartoffeln und Kohlenhydrate und sowas, aber ich glaube, wenn man dann noch die Möglichkeiten an Wildkräutern und derweil mit dabei zählt, was man essen kann, also wir leben eigentlich im Garten Eden. Ich weiß nur nicht, warum wir das nicht mehr verstehen. Naja, Energieeffizienz ergibt sich automatisch dadurch, dass ich natürlich mit wenig Mitteln viel funktionieren lassen muss. Jetzt speziell nicht nur, was den Anbau betrifft, sondern vor allem eben, ja, ich brauche eben Internet hier, ich muss mit meinen Kunden kommunizieren, muss selber bewässern etc. Und ich bin ja eigentlich nicht an Strom angeschlossen, das läuft alles über Solaranlage. Dann habe ich zum Beispiel das Problem, dass die beiden Bauwägen relativ weit auseinander stehen. Das hat einen guten Grund, weil es da hinten sonniger ist und da muss eben die Solaranlage oben drauf sein, und der Bauwagen muss eben trotzdem funktionieren. Gerade im Winter müssen eigentlich beide Bauwägen geheizt werden. Da werde ich jetzt zum Beispiel noch einen Biomeiler bauen, dass der eben automatisch immer frostfrei bleibt, der Wagen. Muss er aus dem Grund, weil da eben die Wasserpumpe drin ist, da ist quasi der Bauwagen steht auf dem Bohrloch. Ja, muss eben alles irgendwie funktionieren. Was habe ich noch? Naja, ich bin hier quasi nicht an die sanitären Einrichtungen angeschlossen, deswegen nutze ich natürlich eine Komposttoilette, möchte mich hier auch duschen können. Und dafür werde ich jetzt bald noch eine Pflanzenkläranlage bauen. Und da fällt einem eigentlich immer irgendwie was ein, wie man Probleme löst. Wir leben im Garten Eden.